Ich bin's wieder, eure Sandra, heute mit dem Rezept gesunder Kräuterquark. Ganz einfach selbst hergestellt. Ihr nehmt eine Schale, einen Löffel, füllt den Quark, ich habe in diesem Falle Magerquark genommen, um in ein Schälchen. Dann kommen ein, zwei Esslöffel Rapsöl dazu und Kräuter eurer Wahl. Ich habe hier einfach 5 Teelöffel Schnittlauch, TK, also tiefgekühlten Schnittlauch verwendet. Das Ganze wird dann mit ein bisschen Salz und Zucker abgemischt. Salz und Zucker geben halt den feinen Geschmack. Wer will, kann natürlich auch noch andere Gewürze dazufügen. Dann einfach ein bisschen umrühren und fertig ist der selbstgemachte Kräuterquark. Ich selber esse ihn super gerne auf Brot. Dann kann man ihn natürlich auch zu buntem Gemüse, wenn ihr Gemüse klein geschnitten auf dem Teller habt, könnt ihr die natürlich auch wunderbar einstippen. Oder man kann ihn auch zusätzlich zum Abendbrot nehmen, warme Gerichte, Hähnchenfleisch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Liebe Grüße, eure Sandra.